Gut, Karte, was ist in der Nähe? Da war doch irgendwas mit 94 in der Nähe gerade eben. Irgendwas war mit 94 in der Nähe hier. Doch da. Ach so, Travis. Ja, gut, das ist, ja, will ich nicht machen. Ich hab das einfach nur so aktiviert. Möchten. So, Weathervane ist da oben. Falsch. Karte. College Square ist hier, das heißt da, und dann können wir auch noch bei Ding vorbeigehen, im Grunde. Scribhalen. Ja, das heißt, wir machen das. Gut. Dann wird nochmal kurz gespeichert und dann wird gegessen. Jetzt haben wir die auch noch. Den 15 Punkte Erfahrungspunkte Bonus von Kate haben wir auch noch. Wollte ich eigentlich nicht machen, ne? Mir ist das ja schon mit Kyrie zu blöd gewesen, aber gut, kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Also mit Kyrie ist das ja schon. Es war mir ja schon wirklich zu blöd. Und es ist ja wirklich zweidimensional zu sagen, ja, das Finale einer Romanze ist dann. Also der Interaktion mit dem Companion, mit dem Begleiter ist dann. Dass man mit denen schlafen kann. Und da hat man Erfahrungspunkte bei uns. Das ist das große Finale. Das ist der große Payoff. Ich finde das irgendwie doof. Ich finde das langweilig. Ich finde das auch bei BioWare-Spielen nicht gut, wenn das am Ende immer nur auf die blöde Sexszene rauskommt. Das haben sie eigentlich bei Dragon Age Inquisition geändert, tatsächlich. Also, wer das Inquisition Let's Play gesehen hat, der weiß, wovon ich rede. Aber bei Dragon Age Origins, Dragon Age 2, Mass Effect 1, 2, 3, die ich nicht let's played habe. Da kam das immer nur auf eine Sexszene hinaus. Und das ist hier auch nicht anders. Und hier haben sie nicht mal eine Sexszene. Hier ist es einfach nur, ja, du schläfst in der Nähe von deinem Begleiter und dann kriegst du einen Erfahrungspunkte-Bonus. Weil du sie umworben hast. Wovon du sie überzeugen musst, ja? Du brauchst ein hohes Charisma, um sie zu umwerben. Es ist nicht so, dass du sie durch deine Taten oder so überzeugen kannst. Nein. Die sprechen zwar immer davon, dass du eigentlich der beste Mensch der Welt bist und nichts ist so geil wie du und sie lieben dich und so, aber nein, du musst am Ende dann nochmal mit einem Charisma-Check überzeugen, dass du es wert bist. Oder dass du sie auch liebst. Weil sonst kaufen sie es dir nicht ab. Das klingt irgendwie schwachsinnig, oder? Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Nee, dein Charisma ist nicht hoch genug. Das kaufe ich dir nicht ab. Was? Wenn bei Kate macht das ja so ein bisschen Sinn. Obwohl auch nicht. Ist das eine T-45? Hast du schon mal mit einer Minigun geschossen? Ja. Zerfetzt wilde Ghule wie Papier. Letztens erst. Interessantes Wetter. Ich weiß, das ist eine Wiederholungsquest, die wiederholt sich immer wieder bis ins Endliche, aber wenn man schon mal in der Nähe ist, kann man sie auch machen. Das habe ich ja schon öfter gesagt. So, und dann. Die Mina-Dinger sind übrigens keine Wiederholungsquests, ne? Das habe ich auch mal in den Kommentaren gesagt. Ich glaube, ich habe es auch mal erwähnt. Wo ist. Da. Kaum zu glauben, dass Supermutanten früher Menschen waren. Wie konnte die Wissenschaft nur derart versagen? Ich weiß nicht, ob sie versagt hat. Das sind Supermutanten. Also super. Und man wollte super Soldaten. Also, Gelehrte Halen? Unsere Gelehrten freuen sich auf deinen Fund. Ich hoffe, du hast das Artefakt mitgebracht. Ja, du leicht kränklich aussehende Frau. Hier. Und auch noch in gutem Zustand. Natürlich. Hier, Technologie wird immer gebraucht. Sag mir, wenn du unbedingt wieder losziehen willst. Ja, klar. Bestätige. Gut, das Gebiet ist auf der Karte. Viel Glück. Juppidu. Quarter Mastery. Level up. Und was nehmen wir? Abrissexperte. 25% mehr Schaden und du kannst an Laborstationen Sprengstoff herstellen. So. Auf zurück nach Cambridge. Ich dachte, das wäre in Lexington. Vielleicht ist Cambridge ein Teil von Lexington. Ach nee, Lexington war Corverga. Genau.
Wir werden das Institut aufhalten. Für Maxon und für die Bruderschaft. Wie wär's mit nur für die Menschheit? Napenset Park. Napenset Park ist auch da unten, oder? Das trifft sich nämlich auch ziemlich gut. Jo, das ist da unten. Da wollten wir sowieso hin. Gut. Jetzt aber erstmal College Square. College Square war da oben. Ja, das trifft sich auch gut. Red Store. Sturm. Das sollte einfach werden. Das sind ein paar Ghoul auf Level 5 vielleicht oder Level 4. Da waren wir ja schon am Anfang vom Let's Play. Also ganz, ganz, ganz früh waren wir ja. Oder so. Mit Level 10 maximal. Geeignete Blutprobe! Kronkorken! Kronkorken, geeignete Blutprobe. Wo ist Deacon? Ach, Deacon ist noch da. Fusionskern! Das ist absolut gruselig. Was? Das ist absolut gruselig. Dieser Fahrstuhl. Finde ich allerdings auch. Wer hat das alles so wieder aufgefüllt? So, Zelle. Ein Zigarettenpackchen. Brauche ich nicht mitnehmen. So. Dann wollen wir die doch mal testen. Einmal da. Und einmal da. Was jetzt nichts gemacht hat. Oh. Ah, er hat ja doch mal geschossen und getroffen. Das ist ja unglaublich. Gut, Marke. Auch wenn ich die eigentlich nicht mehr brauche, weil ich die Roboter jetzt alle hacken kann. Sie sind ja im Hauptspiel übrigens. Schnauze, Deacon. Die sind ja im Hauptspiel übrigens alle verbuggt, ne? Also die U-Bahn-Marken. Es gibt ja diese Protektrons, die sind auch auf U-Bahn eingestellt. So wie hier jetzt in der U-Bahn-Station, standardmäßig, wenn es einen mal ändert. Und dann fragen sie dann ja immer nach der U-Bahn-Marke, also nach dem Ticket. Und eigentlich sollte man denen wie in Fallout 3 und New Vegas dann die U-Bahn-Marke geben können, aber irgendwie ist das verbuggt und man kann es nicht machen. Also er nimmt die irgendwie nicht an. Gelobt seinen Mods, die das fixen. Selbst dafür ist Bethesda so zu doof, ne? Da haben sie ein System aus dem alten Fallout-Teil und sie sind zu doof, um es nochmal zu implementieren. Und dann muss man auf Mod-Autoren warten, die das dann wieder fixen. Das ist echt peinlich. Das wär's. So. Wenn's Steak. Ach, ich liebe Steak. Null Treffer. Ich bin auch blöd. Rose. Nö. Kann nicht sein. Rocky. Rocky geht auch nicht. Verse. Verse geht auch nicht. Foods. Also. Direktansteuerung, Einheit aktivieren. So. Ich schütze und diene. Ja, ja. Was ist das denn? Lieben und leben und lieben. Wieso habe ich das nicht aufgehoben? Oder habe ich das mal aufgehoben und das ist wieder da? Companions, permanently inflict plus 5% damage. Ah. Ich denke, das ist Dokument. Ich dachte, das hätte ich aufgesammelt. Leben und Lieben. Wenn ich das aufgesammelt habe, dann muss ich es doppelt haben. Warte, Inventar, diverses Leben und Lieben. Ich musste es aufräumen, aber ich werde es sowieso nie tun. Das wissen wir beide. So, Leben und Lieben. 1, 2, 3, 4, 5. Also, wir haben eins doppelt. Nee, keins doppelt. Das heißt, ich habe es übersehen, als wir das letzte Mal hier drin waren. Ah, toll. Wenn wir überhaupt hier drin waren. Hallo!
Sicherung von den Türen, um Verzögerungen zu vermeiden. Das stand nicht im Weg. Können wir dir was zahlen, damit du dich totstellst? Ja, klar, Deacon. Versuch mit einem Ghoul zu verhandeln. Ich bräuchte einen Kampfschrank. Ich hab den Absicht nicht gehabt. So, das war das. Und dann zurück zu Desdemona. Welch aufregender Job. Und das kriegt man vom Anführer der Failroad. Sowas kriegt man bei der Bruderschaft nicht mal von Maxon. Das kriegt man bei der Bruderschaft von einem Arschloch Reese. Was bei der Failroad eine Hauptquest ist, ist bei der Bruderschaft Nebenquest. Cool. Das ist unglaublich. Er merkt man, wo die Prioritäten liegen. Ja, gut, bei der Bruderschaft, da haben sie 50.000 Soldaten, die sich um so ein Problem kümmern können. Und beim Ding eben nicht. Es ist untersagt, Spannungen durchzugehen. Bei der Failroad eben nicht, da brauchen sie jeden Mann. Und sie haben ja nur 3 Soldaten und davon ist nur ein einziger fähig. Ja, gut, Deacon ist vielleicht auch noch ein bisschen fähig. Aber der lügt ständig, dem kann man nicht glauben. Ich meine, der könnte ja genauso gut sagen, ja, ich habe sie erledigt und dann sind sie gar nicht erledigt. So, kann ich das nochmal hacken? Jo. Erfahrungspunkte abgreifen. Makes. Schön. So. Mehr wollte ich gar nicht machen. Gut, das war's. Das heißt, wir können wieder gehen. Deden. Und dann geht's zu Corverga, beziehungsweise auf die Corverga drauf und dann geht's, oh Gott, ey. Wer hat sich das ausgedacht? Da kann ich ja genauso gut wieder zu, da kann ich ja genauso gut zum Nuka World Transitzentrum gehen, weil das ist ja auch ganz in der Nähe. Also wenn ich schon bei der Corverga bin, dann kann ich auch direkt nach Westen gehen zum Nuka World Transitzentrum. Und dann die blöden Gegner da erledigen. Was ist denn das für eine Scheiße? Dir das an. Wir müssen jetzt hier noch zu Corverga gehen und dann können wir theoretisch direkt hier hingehen. Das ist ja kein weiter Weg. Theoretisch. Ja, gut, ich weiß, ich muss die Sachen von der Failroad nicht machen. Was? Ach, Rennstreckenwerbung. Aber ich will auch irgendwie, ne? Es gibt Erfahrungspunkte und es macht das Questdesign nicht besser. Das macht das Questdesign nicht besser. Ja. Andererseits muss ich auch sagen, ich finde das gut, dass das Spiel einen an neue Orte schickt. Weil ganz oft sind... Also, dass es Quests gibt, die einen an Orte schicken, die man sonst betreten würde und dann wäre da nichts, weil... Hier gab es früher mal Raider. Vermisse sie aber nicht so gleich. Nee, hier gab es früher mal Raider. Wer hat dir das erzählt, Deacon? Vielleicht die ganzen toten Raider auf dem Boden. Du bist echt der beste Detektiv, den ich je gesehen habe. Jetzt hör doch mal auf, Deacon zu haten. Aber er gibt mir so viel... Er gibt mir so viel Vorlagen. Ich kann da nichts dafür. Das liegt in meiner Natur. Da fällt ihm jetzt nichts zu ein, ne? Also, auf zu Corverga, da oben drauf. Ich hab gedacht, das wäre ein riesiger Roboter.
Ich hoffe, bei Kerberga sind sie noch alle tot. Es gibt übrigens einen Grund, warum ich nicht so oft sprinte. Ne? Wenn man sprintet im Survival-Modus, dann wird man schneller durstig und hungrig und müde. Deswegen sprinte ich nicht so oft. Ach, nein, die leben wieder. Es hätte so schön sein können. Einfach hochgehen und dann das Ding aufstellen und dann wieder runter. Aber jetzt muss ich mich durchschießen. Da ist nichts mehr. Ja, da ist nichts. Nichts da, ihr habt nichts gesehen. Jo, ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Denn ich meine, mich an eine Holzplanke zu erinnern. Wer hat das eigentlich aufgebaut? Der verdient meinen Respekt. Ganz ehrlich, wer die Barrikaden da aufgebaut hat, der verdient meinen Respekt. Denn ich habe keine Ahnung, wie man auf die Brücke hochkommt. Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Ich glaube, die Schränke habe ich schon mal geplündert alle, ne? Die sind immer noch. Die sind immer noch geplündert. Was zum Teufel war das? Gar nix. Jetzt gehörst du mir, Bürschchen. Ach komm, beruhig dich doch mal. Dann eben nicht. Hätte sich jetzt auch beruhigen können. So. Mina aufgestellt. Das heißt, wir können wieder gehen. Keine Ahnung, wo mit Deacon da rumkämpft so lang, aber... Gewonnen. Mal wieder. Ja, das habe ich eigentlich... Ich habe das eigentlich früher erwartet. Das sind Level 5 Gegner oder was auch immer das sind. Keine Ahnung. Wie kommt man da drauf? Kommt man da überhaupt... Ja, doch, da. Blöde Frage. Ich bin trotzdem beeindruckt von der Barrikade. Muss man einfach mal sagen, muss man da eingestehen, das ist eine sehr gute Barrikade. Übrigens, nur weil ich jetzt zum Nukaworld Transitzentrum gehe, heißt das nicht, dass wir Nukaworld anfangen. Ne? Ich habe gesagt, wir fangen Nukaworld an, wenn wir das aufs Spiel durch haben. Ich glaube, sonst macht das keinen Sinn. Weil Nukaworld ist irgendwie der letzte DLC und habe ich ja schon mal erzählt. Letzten DLCs sind eigentlich immer irgendwie der Abschluss vom Spiel. Auch wenn das ein sehr seltsamer Abschluss ist. Denn ich muss zugeben, ich habe es im Privaten schon mal angespielt. Das war noch bevor... Habe ich das jetzt vor Nukaworld angefangen oder nicht? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe es nach Nukaworld angefangen. Nee, vor Nukaworld, ne? Auf jeden Fall, als Nukaworld erschienen ist, habe ich es im Privaten mal kurz angespielt. Und ich glaube, das lohnt sich für mich auch gar nicht. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, ne? Dass ich das für gute Charaktere, also gut in Anführungszeichen, also rechtschaffende Charaktere nicht lohnt. Nukaworld. Was raucht denn da? Ach, der Schrottplatz. Der Schrottplatz. Da waren wir ja auch schon mal. Unser erstes Treffen mit den Kindern des Atoms war hier, ne? Genau. Da hinten müsste irgendwo die Kapelle sein. Und darunter das Raider-Versteck. Das ich ja fast ausgelöscht hatte. Und dann kam ja am Ende da noch ein einziger Raider. Und der hat mich dann erwischt. Und dann durfte ich alles nochmal machen. Und das habe ich nie gemacht. Das heißt, eigentlich wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, um das nochmal zu wiederholen. Hm.
ArcJet Systems. Das interessiert mich aber nicht. Die Wolken in dem Spiel hängen auch sehr, sehr tief, ne? Man könnte meinen, es würde irgendwie, also das Commonwealth würde irgendwie 3000 Meter Lufthöhe liegen, aber ist ja gar nicht an der Küste, kann ja gar nicht sein. Ich mag sie jetzt in dem Moment. Ich muss gern. Leuchtende Stechmüde. Stehen bleiben würdest. Ach ja, habe ich ja mal nachgefragt, ne, ich habe ja mal nachgefragt, was hier dieser Tropfen mit der 5 bedeutet. Das ist Giftresistenz. Ich habe keine Ahnung, wie ich an die Giftresistenz gekommen bin. Aber ich habe 5 Giftresistenz, was ja gegen die Blähfliegen und sowas gar nicht schlecht ist. Keine Ahnung, wie ich da dran gekommen bin, aber es stand in den Kommentaren. Ich weiß gar nicht, ob ich mich dafür schon mal bedankt habe. In den Kommentaren habe ich es, aber ich glaube im Let's Play nicht. Also hier nochmal danke an die Erklärung, was dieser komische Tropfen sein soll. Hätte ja auch Blutschaden sein können oder sonst irgendwas anderes. Ich frage mich aber immer noch, wie ich an die 5 Giftresistenz komme. So, ich speichere mal ganz kurz. Ist nämlich schon wieder ein Weilchen mehr. Und wir wollen ja nicht... Was ist das denn? Das klingt, sieht interessant aus, aber es ist verstrahlt und ich... Bethany. Da ist eine Bethany. Bethany, wieso stehst du da rum? Bethany. Ist doch bestimmt ein Ghoul, oder? Ach, wenn du Hilfe brauchst, kann ich mir dich mal ansehen. Ich glaube, dir vertraue ich nicht so ganz. Jetzt nicht. Sag Bescheid, wenn du es dir anders überlegst. Ich glaube, ich habe sogar mit der schon mal gesprochen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ach, ein Ghoul-Doktor, der hier einfach nirgendwo oben steht. Wuppidu. Also einen Ghoul-Doktor lasse ich nicht an mir rumfummeln, ganz ehrlich. Wobei, eventuell hat sie vor dem Krieg gelebt. Dann wäre das eventuell gar nicht schlecht. Hat sie den Vortec-Kittel an? Nee, ne? Müssen wir mal gucken. Vielleicht beim Rückweg. Ach ja, die Raider. Hallo. Was ist das hier? Level 6. Mhm. Guck mal, da. Ja. Wie? Neues Geschäftsmodell. Wir arbeiten mit. Kannst sagen, wie kannst du das überleben? Oh Mann, komm zurück! Ich hatte gerade. Ich bin noch da. Hier waren wir schon mal. Ich glaube, da sind die Geschütze angeschlossen, oder? Ja, genau. Rotorband einlegen, Geschützturm. Ich glaube, das habe ich alles schon mal durchgelesen, aber ich bin mir nicht sicher. So. Zielparameter, was ist, was war nochmal was? Verschlüsseln zieht auf alles, auch auf dich. Überbrückung macht dich zum Admin. Okay. Also außer Kraft setzen. Und scheint... Holoband Scheinwerfer. Ich habe keine Ahnung, wozu man dieses Scheinwerfer-Ding machen kann, aber ich mache es jetzt einfach mal. Einfach nur aus Jux. So, Scheinwerfer Überbrückungs. Dings da, Bums da. Und Entdeckungsparameter überbrücken. Das macht mich wieder zum Admin. Bla bla bla. So, jetzt sollten sie die Feinde... verfolgen, was sie aus irgendeinem Grund nicht tun. Okay. Du hast meinen Arm verkrüppelt, du Arsch.
Welch Schuss am Holz abgeprallt. Was ist mit dem Power-Armor-Typen los? Ist der nicht respawned? Oder wo hängt der rum? Wer sich nicht mehr erinnert, es gab hier einen Typen mit Power-Armor, der hat einen Billardkugel rumgeschlagen. Das wäre sehr bizarr. Ganz langsam. Hände hoch. Nicht. So, sonst gibt's hier nichts, ne? Plasma-Kartusche, Red X, Splittermine. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich noch tragen kann. Irgendwie funktioniert das mit der Überbrückung nicht ganz. So. Dann wollen wir mal reingehen und das auslöschen. Das haben wir nämlich nicht getan. Da bin ich nicht das letzte Mal, ich hab's schon mal getan, aber ich bin dann am letzten Raider bin ich verreckt und dann, also ich hab's ja vorhin schon erzählt. Und das war noch vor den Mods-Support, das heißt, ich konnte auch nicht speichern oder sowas, weil ich es nochmal machen. Und ich hab's dann nicht nochmal gemacht. Hätte nochmal alles neu machen müssen, so. Kann ich die einfach alle mit dem Deliverer ausschalten? Das wäre super. Immer mit der Ruhe, Arschloch. Hey, nicht schießen. Hä? Pech. Ich hab's gehört. Der perfekte Wurf. Reinforce, nichts suspicious. Ein Treffer. Okay, ein Treffer. Geschafft. Ich meine, das Memo hätte ich auch schon mal durchgelesen. Aber für den Fall, dass ich es nicht getan habe. Na. Memo betrifft Verbesserung der Sicherheit. Alle als Reaktion auf aktuelle Ereignisse gelten für Designrichtlinien. Ja, genau. Ich glaube, das habe ich schon mal gelesen. Wer ist da? Aber falls nicht, könnt ihr ja pausieren und das selber lesen, falls es euch interessiert. Aber ich meine, ich hätte das schon mal gelesen. Mein Geräusch. Hey. Das wird sicher lustig. Ja, sicher. Du hast einen schönen Haarstil. Haarstück, der Haarstück gefällt mir. Und weiter und weiter. Toll, die hat ein legendäres Brett, das nachts mehr Schaden macht. Die haben hier eine unglaubliche Ausrüstung. Ich glaube, mir geht nicht so schnell die Munition aus. Es tut mir leid, dir das zu sagen. Ich finde das aber gut, dass sich das trotz der Low-Level-Gegner noch lohnt, weil dann kriegt man ja auch ordentlich Munition. Keine Waffen oder sowas, die nützlich sind, aber Munition. Ist ja immerhin etwas, ne? Ja. Das gibt's doch nicht, das kann doch nicht sein. Ich war doch schon fast durch, also ich hatte es doch schon. Ja, siehst du? Wie schön. Eine Laserpistole. Kann aber gar nicht mehr so viel tragen. Danke, Deacon. Wer? Ich.
Jetzt gehörst du mir, Mann! Anscheinend da bist du ja. Erzähl's deinen Freunden, toter Mistkerl. Wir sind okay. Jetzt geht der Spaß los. Ach, an Red zu Red kann ich mich auch noch erinnern. Tja, die existiert nicht mehr. Die hatte nämlich eine Schwester, wenn ich mich recht erinnere. Und das hatte was mit Coverga zu tun. Also der Typ von Coverga hat irgendwie seine, oder die Raider Gang von Coverga hat irgendwie ihre Schwester. Dieb. Cool. Okay, das war's die. Beantown Bastarde, genau. Lily ist seit ein paar Tagen von Tops Leuten geschnappt, bla 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 bla. Das hatten wir schon mal gelesen, genau. Lily ist verschwunden. Genau, er hat sie. Irgendwas stimmt nicht, da hat sie diesen Briefe gelesen gehabt und erkannt, dass irgendwas nicht stimmt. Genau, sie nennt sie nämlich Red in den Briefen, was sie sonst nie tut. Und keine Spur von Lily. Scheiße, scheiße, scheiße. Genau. Und Turmsteuerung gibt es dann auch noch. Ja, natürlich. Da war jetzt aber nichts von... die sind alle tot oder sowas, aber ja, was soll's. Jet. US-Handhof für wieder Geheimnetze. Juhu! Kann ich noch besser schleichen, sind die Gegner noch dümmer. Das geht's mir aber. Hilft nicht. So, das heißt, das wäre erledigt. Hier ist noch eine Waffenbank. Also Waffenbank. Und theoretisch kann ich dann... Dass die immer mit Messern auf mich zugelaufen kommen, ist auch ein bisschen fragwürdig. So. War hier noch irgendeine Waffe oder sowas? Nee, ne? Oh Gott, Jerry. Red to Red müsste doch noch... Genau. Und dann gab es ja noch dieses eine Kaliber 50 Gewehr. Ach, Rüstung gibt es ja auch. Hm. Muss ich theoretisch noch die ganzen Rüstungen einsammeln. Es nervt. Ich komme nicht dran, oder? Nee. Doch da. Planken versperren den Weg, das ist doch ein Witz. Die Planken versperren den Weg, das ist doch ein Schwachsinn. Was ist das denn für ein Quatsch? Oh, Deacon, du... Die Planken versperren den Weg. So ein Schwachsinn. So. Weg damit, weg damit und weg damit. Und dann wäre es auch schon wieder gewesen. Ich glaube, wir sind immer noch nicht ganz durch. Also wenn wir auf die Karte gucken, ist das nicht abgeschlossen. Doch, ist abgeschlossen. Gut. Das heißt, wir gehen da lang und da müsste es dann ja den Ausgang zur Kapelle geben, wenn ich mich nicht irre. Was zum Teufel war das? Gar nichts. Ist doch was. Genau. Die restlichen Raider sind uns egal. Wir haben die Anführerin ausgeschaltet und den Ort eigentlich auch abgeschlossen. Wir haben das Magazin aufgesammelt, das es da gibt, und mehr wollten wir eigentlich nicht machen. Dann geht es jetzt weiter auf in Richtung Nuka World Transitzone. Da erledigen wir die Feinde und dann rufen wir Vertibird, hoffe ich doch zumindest, und fliegen dann zum Saugus, wo wir dann wieder irgendwas einsammeln. Bitte. Hallo Hühner! Ach ja, hier bricht ja auch die Matrix teilweise zusammen. Ich erinnere mich.
Das war ja irgendwie der halbblinde Kampf gegen... gegen den... Hier haben sie wieder irgendeine Occlusion... eine Occlusion-Box falsch gelegt. Halbblinde Kampf gegen den Billiard-Kö. Raider in Power Armor. Das war bizarr. Wer rennt denn mit einer Power Armor und einem Billard? Also wer rennt denn in Power Armor rum und dann hat er als einzige Waffe den Billard-Kö? Das macht man doch nicht. So, ich hoffe nicht, dass ich rein muss. Wir werden es sehen. Nuka-Würz. Der letzte DLC. Niemand untersucht das Signal, bis der Ort nicht gesichert ist. Wer das Protokoll verletzt und die Transitstation betritt, bevor wir bereit sind, wird einen Kopf kürzer gemacht. Jetzt mach schneller. Ich will Cypress so schnell wie möglich berichten. Habt ihr das gerade gesehen? Der Soul schon da hinten. Ist das blöd? Ah, ist das doof, wie der läuft. So, Gunner-Leutnant. Ach, die sind Level 86, das ist ja schön. Oh, jetzt bist du kopflos. Ich will dich nicht nervös machen, aber ich glaube, wir sind nicht allein. Das ist nicht gut. Ach, perfekt. Ich hab da einen Splitter. Keine Bewegung, Soldat. Hallo, ich bin Rang höher als ihr Arschlöcher. Nein, der nicht. Okay. Los, Kopfloser! Los, Kopfloser! Ach nee, du bist gar nicht kopflos. Egal, los, Soldat! Töten! Töten! Kannst ja nichts anderes außer töten. Fehlst aber Kaylor. Willst du dich nicht beruhigen, dann stirbst du. Und auch du. So wie ich gleich. Hat er schon wieder keinen Kopf. Das ist unglaublich mit dem. Wo ist der andere? Ich find das geil mit der kleinen Armee. Ich mach das besonders gerne bei Gunner. So, ich hoffe, der führt jetzt hoch. Kaputt. Der ist neu. Der war männlich. Ganz langsam. Hände hoch. Angriff! Los! Du dummes Kackteil. Schieß auf alles, was sich bewegt. Auch wenn's Freund ist. Ja, ja. Gut, das war's. Tief im Ölrum ist ja ekelhaft. Keine kopflosen Menschen leben lassen. Es tut mir leid. Es ist einfach unnatürlich. Es ist einfach unnatürlich, wenn ich lebende Menschen, wenn ich kopflose Menschen leben lasse. Ja, also Menschen mit Köpfen gerne, die tun mir ja nichts. Aber ohne Köpfe, das geht. Das ist ein Plasma-Sniper. Wird ganz gerne, aber ich. Was hatte ich denn für scheiß Rüstung an? Alter, 102 ballistisch und dann nochmal 102 Energie.
würde ich ja schon ganz gerne irgendwie mitnehmen, ne? So. Geschafft. 5 Raketen. Die kann ich leider nicht mitnehmen, aber ich kenne jemanden, der sie tragen kann. Und so zugänglich. Macht. Da hat er wohl seinen letzten Halt verloren. So, Deacon. Deacon. Wo bist du? Bist du denn? Das ist wie ein Hund rufen. Komm her, Junge. Deacon. Wo ist er denn? Da unten. Hey. Was brauchst du? Geh dorthin. Kann ich nicht erreichen, Boss. Wie, du kannst es nicht erreichen? Willst du mich verarschen? Ach, so kann ich nicht. Na klar. Na gut, dann nehme ich eine Plasmakartusche. Also, die Gunner sind ja schon vorbereitet gekommen, was doch mal die hier wollten. Also klar, es gibt ja diese Nuka World Nachricht, die wir uns immer noch nicht angehört haben, weil ich den DLC tatsächlich noch gar nicht starten will. Na, unten. Er ist neu. Am Arsch. Ebene 1. Hey. Dein Wunsch ist meine nachdrückliche Empfehlung. Komm mal her. Ich hab da oben ein paar Dinger. Hier drüben. Na klar doch. Die Gunner patrouillieren hier jetzt. Das finde ich lustig. Nach oben. Wie sollte ich da hinkommen? Guck dir das an. Ebene ich erledige es. 3. Schau's dir an. Gern doch. Weitermachen. Ich glaube, der kommt nicht nach oben. Ich glaube, ich muss die Granaten, ich muss die Raketen runterwerfen oder sowas. Ebene 1. Na gut. Dann bleiben sie eben oben. Gut, das war das. Mehr muss ich auch nicht machen. Das heißt, ich muss jetzt zurück zu. Wenn du was findest, misch erst das Blut an. Wieso? Wenn du was findest, wisch erst das Blut ab. Wieso? Warum sollte ich das tun? Ein halber Baum. Na sowas. Gut, dann würde ich sagen, rufen wir uns jetzt einen Vertibird, oder? Weil ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, da hinten hinzulatschen. Ein schwebender Strauch. Wir müssen jetzt nämlich zu Saugus Ironworks. Und Ironworks ist da hinten irgendwas. Ich sehe das gar nicht mal. Ich sehe das nicht mal. So weit weg ist das. Das ist irgendwo da hinten. Das Coverga und da irgendwo ganz weit hinten. Ich glaube, man sieht so ein bisschen. Das ist Saugus Ironworks. Also, Vertibird. Kommt da jetzt einer oder nicht? Was ist das? Ein Ort, den ich noch nicht untersucht habe? Oder? Das Archjet? Ich glaube, es kommt schon wieder kein Vertibird, weil er hier oben nicht landen kann. Das ist doch irgendwie scheiße. Das war zu viel. So, der müsste doch hier eigentlich hierher kommen können, oder? Der müsste doch hier irgendwo landen können. Das wäre eigentlich kein Problem. Ah ja, da kommt er. Was ist das für ein Ort da vorne? Ist das Netic?
Ah, ne, das ist vor... Ah, das ist Haken. Okay, ja. Das ist vor Tagen da vorne. Okay. So, wo landet der jetzt? Pass auf, jetzt landet er auf der Brücke. Weil er so ein Witzbold ist. Ah, ne. Okay. Vielleicht sogar genau da, wo die Granate gelandet ist. Ja, doch. Ja. Irgendwas hat doch gerade geschossen. Egal. So, jetzt gehen wir, fliegen wir hier hinten hin zu Saugus Ironworks, das ja immer noch abgeschlossen ist. Das heißt, wir gehen einfach nur rein und holen dieses komische Ding und dann müssen wir hier unten wieder hin. Das ist ja grauenvoll, ey. Und das ist immer noch wegen Tüftler Tom, oder? Egal. Also hier hinten hin. Das Spiel hat viel zu viele Sammelquests. Ganz ehrlich, es hat viel zu viele Sammelquests. Wir müssen gerade... Ich glaube, die letzten 3 Stunden oder so bin ich einfach nur von Ort zu Ort gelaufen und habe irgendwelche blöden Sachen gesammelt.